Und am Ende wird das ganze Spiel im Theater Volksschule genannt. Und dieses Schema zeigt sich wirklich in allen politischen Entscheidungen. Die sogenannte Antiterrorpolitik, die Einführung des Euros, die Abgabe unserer Souveränität an den Superstaat EU, die ungebremste Migration und der Vorwand des Humanismus, die Corona-Politik und wie zuletzt auch die Sanktionspolitik. All diese Entscheidungen, geplant fernab der Öffentlichkeit, aber exekutiert von unseren Volksvertretern, haben die Gemeinsamkeiten, dass sie erstens weit mehr Schaden anrichteten, als sie geholfen haben, zweitens das Volk Stück für Stück als Souverän der Demokratie schwächen und gegen Kapitalinteressen ersetzen und drittens das Staatsvolk systematisch moralisch erpressen, um auch den neuesten politischen Schwachsinn rechtfertigen zu können und alle, die dagegen aufstehen, als Unmenschen zu brandmarken. Und gegen eine miserable Justiz, die Pädophile und Schwerverbrecher laufen lässt, GEZ-Verweigerer und Oppositionelle aber einsperrt. Und es geht uns um das höchste Gut im Leben und das ist nicht das Geld, es ist die Freiheit. Schaut euch China an und ihr seht unsere düstere Zukunft, in der Freiheit nur noch eine leere Worthülse ist. Es hängt also an wirklich jedem einzelnen Menschen, in welche Zukunft wir die kommenden Generationen entlassen und ob wir die Zukunft unserer Kinder verraten oder ob wir für sie kämpfen. Es hängt an uns, dem Staat seine Grenzen aufzuzeigen, wenn er unsere Alten allein im Altersheim verrecken lässt, wenn er selbst Kleinkinder mit einem hochriskanten Genpräparat zwangsbehandeln will, wenn er jede Krise nutzt, um die Verursacher noch reicher zu machen und das Volk ausbluten lässt, wenn er gezielt einen Spaltkeil zwischen den Menschen treibt, damit sich links und rechts gegenseitig die Köpfe einschlagen, während unser Feind aber oben sitzt und uns gegeneinander aufhetzt.
Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf.